Moin zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir. Und zwar habe ich ja vor 2 Tagen ein Tierlist-Video gemacht, ein Community-Tierlist-Video anhand von euren Stimmen, wo wir uns angeguckt haben, wie ihr verschiedene Units in verschiedene Kategorien einsortieren würdet. Fand ich ziemlich spannend, wie ihr das Ganze seht. Und ich möchte jetzt als Ergebnis des Ganzen so ein paar Videos zu bestimmten Themen machen, beziehungsweise zu bestimmten Helden machen, warum man die ein wenig anders sehen könnte. Bestes Beispiel ist Xingqiu, die als Support-DPS sehr, sehr wenig Stimmen gegeben habe, finde ich persönlich, beziehungsweise wo ich einfach auch aus meinen Streams immer wieder raushöre, der könnte so gut sein. Was? Mit dem kann man irgendwas anfangen? Ja, mit dem kann man sehr viel anfangen. Der ist aber nicht heute Thema des Videos, sondern heute soll Thema des Videos trotzdem die Support-DPS-Tierlist sein. Und zwar soll das der Geo-Bereich sein. Da hat Ningguang zum Beispiel 12 Stimmen, aber der Geo-Reise zum Beispiel hat nur eine einzige Stimme, also noch viel, viel weniger als Ningguang. Wobei für das, was ich heute vorstellen möchte, Ningguang ein bisschen besser ist als der Traveler Geo. Jeder, der mein Ningguang-Video gesehen hat, wird schon wissen, was jetzt kommt. Jeder, der es nicht gesehen hat, wird nicht wissen, was jetzt kommt. Trotzdem hoffe ich, dass ihr einfach einen Kommentar da lasst und ein bisschen Support und ein bisschen Liebe. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Aber wir schauen jetzt noch einmal auf Ningguang bzw. auf den Reisenden ins Geo drauf, wie man aus ihm ziemlich guten Support-DPS machen kann bzw. wie man dank dieser Units den Damage eures Main-Damage-Dealers noch weiter erhöhen kann. Gerade wenn das so ein Damage-Dealer ist wie die Klee, die sehr viel Elementar Schaden raushaut und halt auch jeden anderen Helden, der viel Elementarschaden raushaut. Ich werde das Ganze aber heute anhand von der guten alten Klee vorstellen. Eben im Stream noch Level 50 erreicht, Weltenstufe 7 noch nicht gestartet, aber dazu werde ich vielleicht auch nochmal ein Video machen, wo ich den einen oder anderen Kommentar dazu abgebe. Ich glaube, ich gehe doch noch auf Weltenstufe 7 hoch, ich war mir noch nicht ganz sicher, ich bin mir immer noch nicht zu 100% sicher, aber jetzt ist gerade die wichtige Frage, wie ist meine Klee aufgebaut? Also, meine Klee macht ja sehr viel elementaren Schaden, gerade soll sie den elementaren Schaden raushauen über Pyro, dementsprechend habe ich hier zumindest 56%. Ich weiß, es geht höher als 56%, aber 56% ist erstmal das, was ich erreichen konnte. Gerade sobald man hier halt auf ein 5-Star-Artefakt wechselt, das dann hier Pyro-Damage hoffentlich raushaut mit ein bisschen mehr als 34%. Wenn es erstmal auf plus 25 und Gold ist, hoffe ich zumindest auf mehr als hier gerade mein Berserker-Set. Insgesamt ist meine Key noch sehr schwach gebaut für die Weltenstufe, die ich jetzt gerade habe, beziehungsweise auch für den Adventuring, den ich jetzt gerade habe. Sie könnte noch viel, viel mehr Damage machen, aber da das ja nicht der Fokus des Videos ist, sondern wir wollen uns angucken, wie kann Ningguang hier als Support-Damage-Dealer irgendwie meiner Key helfen, noch mehr Schaden zu machen. Deswegen ist, wie gesagt, die Artefakte sind vollkommen egal. Wir wissen einfach nur, ich habe die Key und die haut mit ihren Talenten sowohl mit den Standardangriffen Feuer raus, hier mit der E-Fähigkeit Feuer raus und hier mit dem Kampftalent auch nochmal Feuer raus. Also alles, was sie hat, ist Pyro-Damage. Deswegen ist der Pyro-Damage bei ihr auch so extrem wichtig. Deswegen möchte ich auch den Pyro-Damage irgendwann noch über dieses Feuerhexen-Set irgendwann weiter erhöhen. Also, wir schauen uns das Ganze einfach mal hier in der Ebene 6 an. Der ganz einfache Grund dafür ist, wir haben hier mit 3 Gegnern insgesamt dabei, die einfach noch kein Element haben und das ist relativ wichtig, um die Ningguang zu verstehen. Denn wenn wir hier drauf schauen, zack, gönnen wir uns mal bitte die beiden, sind die einzig wichtigen, der Rest ist vollkommen egal. Dann klicken wir jetzt auf den Start und laufen einfach mal los in diesen Dungeon hinein und ja, probieren die ganzen einfach mal so aus. So, jetzt haben wir nur Hylurchen, jetzt geht hoffentlich ein bisschen einfacher. Also, wir haben ein Schild gemacht auf dem Feuerelement, laufen rüber zu diesem Hylurchen und sehen, zack, wir hauen so 2500k raus, haben nochmal 2588 und da 2200 knapp ohne Crit. Das heißt 2200 ohne Crit, 2600 mit Crit. Und jetzt, wo der Schild weg ist, haue ich einfach nochmal drauf und sehe nur 1788. Ohne Crit und mit Crit sind wir bei, zack, probier es nochmal, 1200 ohne Crit anscheinend, das ist der Unterschied. Hui, das ist ja noch stärker als ich dachte, hier nochmal kurz eingeblendet, der Unterschied direkt übereinander. Doch wie hat die Ningguang für diesen Damage-Unterschied gesorgt, den ihr gerade gesehen habt, denn wenn wir uns ihre Talente angucken, dann ist ja nichts dabei, was irgendwie den Schaden erhöht. Sie hat ja eigentlich nur ein Schild gemacht, wir haben den Schild eingesammelt, wir sind rausgewechselt von ihr und haben dann den erhöhten Schaden gemacht und dafür sorgt weder ihr Standardangriff noch ihre elementare Fähigkeiten
noch ihre ultimative Fähigkeit. Der Bonus ist nämlich, jeder Geoheld da draußen kann uns den Damage erhöhen, wenn wir das Ganze wollen. Und ihr müsst dafür nicht mal groß irgendwas Besonderes farmen oder ähnliches. Das ist ziemlich einfach aufzubauen, denn wenn wir auf ihre Artefakte schauen, seht ihr, dass sie den archaischen Fels trägt. Den archaischen Fels könnt ihr euch ganz einfach in der Sphäre hier relativ weit unten erfahren. Ich klicke einmal kurz auf die Map. Dadurch, dass ihr komischerweise doch immer wieder relativ viele Fragen, bumm, hier gehen wir da einmal hin, Stätte des einsamen Wolfes, und ihr seht, archaischer Fels hier komplett farmbar ab AR40, beziehungsweise ich glaube davor war es auch schon als Forster farmbar, und das reicht auch schon, ihr braucht gar kein gutes für. Wenn ihr übrigens Sphären nicht findet in Zukunft, immer hier einfach draufklicken, Sphäre, und ihr findet eigentlich alle Artefakte, die ihr wünscht. Das heißt, dann muss ich das in Zukunft hoffentlich nicht so häufig zeigen, wo ihr irgendwelche Artefakte findet. Zumindest schauen wir wieder auf sie drauf. Der Artefakte-Bonus von diesem 4-Set-Teil ist, dass wir zuerst den Geoschaden erhöhen. Der interessiert uns nicht, dieser 2-Set-Teil. Uns interessiert das 4-Set-Teil. Erhöht beim Erschaffen von Splittern durch eine Kristallisationsreaktion den mit dem jeweiligen Element verursachten Schaden aller Truppenmitglieder 10 Sekunden um 35%. Zu einem Zeitpunkt kann nur ein Schadenbonus aufgrund dieses Effekts bestehen. Was heißt das Ganze einfach erklärt? Eine Kristallreaktion ist dadurch gegeben, wenn wir ein Element auf dem Gegner haben. Das bedeutet, ich habe zuerst mit Klee gerade draufgehauen, habe ein Feuerelement auf den Gegner gehauen, habe dann Geo draufgehauen, dann entsteht eine Kristallreaktion, und diese Kristallreaktion war halt jetzt aus Feuer und Geo. Bedeutet hier, es wird eine Kristallreaktion von dem jeweiligen Element, also Feuer war das genannte Element, erstellt, und 10 Sekunden lang wird der Schaden von diesem Element um 35% erhöht. Das heißt, 35% Pyro Damage Boost in diesem Moment gab es dank dieses Boni, und wenn ihr danach halt irgendeinen anderen Schild einsammelt, würde sich der Effekt nicht irgendwie doppeln und ihr hättet zwei Elemente gleichzeitig. Ihr habt dann weiter nur ein Element durch diesen Effekt, aber da ihr meistens nur einen Damage Deal habt, ist es relativ egal. Und die Artefakte an sich sind dann vollkommen unwichtig. Was euch einfach nur interessiert, ist dieser 4-Set-Teil-Bonus. Das heißt, ihr geht ein paar Mal in den Dungeon rein, holt euch 4 Teile von diesem jeweiligen Helden. Ihr seht, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Ich habe hier gar keine Ressourcen in meine Ningo angesteckt, dadurch, dass ich sie nicht als Main-DPS benutze. Ich werde nicht Charme mit ihr machen. Ich benutze sie wirklich ausschließlich für diesen extra Pyro-Damage. Und das schafft ihr halt auch mit Forster-Artefakten. Und das Ergebnis davon ist dann, dass ihr bei diesem Helden gar keine Kosten hattet. Ihr solltet vielleicht, man kann darüber diskutieren, die Blume ein bisschen auszubauen. Man kann vielleicht hoffen, dass man hier bei diesen Artefakten des jeweiligen Sets sowas kriegt wie Verteidigung oder LP, damit die Ninguang, wenn sie eingewechselt wird, einfach nur ein bisschen länger überlebt. Ich habe zwischendurch überlegt, hier sie zu einem Second DPS zu machen. Deswegen habe ich hier halt kritische Trefferchance, Angriffbonus und solche Sachen, habe halt erstmal darauf geachtet. Aber sinnvoller ist theoretisch einfach, sich LP und Verteidigung zu holen, damit, wenn ihr auf Ninguang wechselt, sie überlebt und sie euch nicht unnötig verreckt, wenn ihr dieses System spielt. Angriff und Crit Chance sind eher wichtig, wenn ihr hier nur das 2-Teil-Set mitnehmt. Das 4-Teil-Set ist komplett unwichtig für eine Ninguang als Damage-Dealerin, und deswegen sollte ich hier rein theoretisch eher auf andere Artefakte wechseln, die mir bessere Boni geben als sowas wie Angriff oder Crit Chance, wenn man ganz ehrlich ist, denn euch interessiert, wie gesagt, nur dieses 4-Set-Teil. Und wenn ihr das dann ausrüstet, macht ihr also Charme mit eurem Main Damage Dealer, haut nochmal mit Ninguang hinterher, sammelt den Kristall ein, habt 10 Sekunden den Bonus und haut dann so ein extra Damage raus, wie ihr es gerade ungefähr bei der Klee gesehen habt. Und das ist rein theoretisch mit jedem Helden möglich. Ihr könntet auch mit so jemandem wie Schild hingehen, kurz mit einem aufgeladenen Bogenschuss auf den Gegner hauen, der Gegner kriegt das Wasserelement, ihr wechselt wieder rüber zu Ninguang, macht einen Kristall, wechselt wieder zu Tartaglia, haut die elementare Fähigkeit raus und macht ordentlich hier Wasserboost. Das Ganze geht auch mit eurer Fische, wenn ihr gerne auf Blitz geht, oder mit eurer Kitsching, wenn ihr gerne auf Blitz geht, kurz einen Bogenschuss rausgehauen und dann ordentlich Blitz-Damage raushauen. Das geht eigentlich mit jedem Helden, den ihr als Damage-Healer benutzt, der relativ viel elementaren Schaden hat. Wenn ihr einen Damage-Healer habt, der keinen elementaren Schaden macht, also wenn ihr hier mit der Fische lieber viele Standardangriffe raushaut, macht das vielleicht nicht mehr ganz so viel Sinn, aber wenn ihr jetzt nicht Standardangriffe raushaut, sondern sehr viel auf euren Fisch, beziehungsweise auf Ost zielt, dann müsstet ihr, beziehungsweise könnt ihr quasi hier euren Ninguang benutzen, um mehr Damage zu haben. Ist auch gerade eine super Alternative, dadurch, dass ihr halt nicht irgendwie darauf angewiesen seid, irgendwelche Cooldowns zu haben, eure Ulti zu rushen. Also es gibt ja ganz viele Builds, dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, wie man mit Bennett den Schaden aufs Übelste maximiert.
Also quasi, dass man die 100k-Hits plus raushaut, die man, ja, ich habe sie in ein, zwei Videos vorgestellt. Darum geht es ja, wenn man diesen Bandit benutzt. Und wenn man den nicht hat, kann man halt hiermit zumindest durch einen kleinen extra Bonus dank der Ninguang holen, den ich persönlich sehr vorteilhaft finde. Natürlich, er hält nur 10 Sekunden. Natürlich, man muss extra eine Kristallreaktion machen, aber wir haben zumindest 10 Sekunden diesen Bonus. Und wenn man ihn mitnehmen kann, dann nimmt man ihn auch mit. Warum nicht? Das war eigentlich alles, was ich in diesem Video vorstellen wollte. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, es hat euch weitergeholfen. Und ihr könnt das Ganze nochmal als Tipp mitnehmen, um quasi euren, ja, Damage-Dealer vielleicht ein bisschen zu supporten. Also wenn ihr gesehen habt, dass ich die Ninguang in Videos dabei hatte, das war der Grund. So habe ich die Ninguang in meinen Teams benutzt. Jetzt aktuell habe ich halt lieber 2 Damage-Dealer dabei. Einfach nur, keine Ahnung, weil ich sie habe und sie spielen möchte. Das ist der einzige Grund. Hat ansonsten keinen sonderlichen Grund. Es ist halt kein optimales Team bei mir. Es ist einfach nur ein Team, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich gerne durch die Welt laufe und nicht mit dem, der, ja, mein Damage einfach möglichst weit maximiert wird aufs, wir pushen, soweit es geht. Darauf habe ich nicht so viel Wert gelegt, wenn ich ehrlich bin. Das war's mit diesem Video. Ich habe, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Das war's von mir, eurem Sonius94.